Frosty the Snowman. Ja, heute Morgen ist es klirrend kalt, aber dafür ist man jetzt umso wacher und so frischer. Happy Morning in the Morning. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Trotz Kälte. Kälte macht einfach wach und klar. Und das ist das Schöne an Kälte, denn es gibt ja bekanntlich nur falsche Kleidung. Also, ich bin wach, ich bin fit, auch wenn es klirrend kalt war. Und mir deswegen auch der Frosty in die Gedanken kam. Aber wir haben ja nicht mehr allzu viel Schnee, also könnte man jetzt auch keinen Schneemann mehr bauen. So, ja, an dieser Stelle auch nochmal, wow, das hat mich richtig, richtig, aber es tut es ja immer, aber ich habe die letzten Tage einfach extrem liebevolle, herzliche Nachrichten, Feedbacks, Kommentare von euch bekommen, die mich wirklich, wirklich sehr berührt haben. Und man merkt schon, dass die Energien, dass ihr in dieser Energie seid, dass ihr die Energien auch annehmt, bewusst oder unbewusst, spielt ja keine Rolle. Und ja, einfach wunder, wunderschön, wunderwarmherzig, inspirierend auch, motivierend. Ja, mir fällt gar nichts anderes ein, wie einfach gerührt zu sein und mich dafür auch herzlichst zu bedanken. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich euch mit meinen Videos bereichern kann und bereichern tue. Also ich meine, ich tue es ja irgendwo, aber ich möchte euch ja auch entgegenkommen. Deswegen könnt ihr mir auch immer mal wieder schreiben, was für ein Video ihr vielleicht gerne mal hättet. Und ich tue natürlich, ich gucke natürlich immer, dass ich es so einrichten kann. Ihr helft mir ja im Endeffekt damit auch, weil ich dann weiß, was genau gewusst werden will sozusagen. Und deswegen ist es auch schön, wenn ihr einfach mir mal einfach per WhatsApp oder in die Kommentarfunktion reinschreibt, zu welchem Thema ihr vielleicht ein Video hättet gerne. So, heute möchte ich einfach mal in seine Gedanken schauen, in seine Gefühle schauen, reinschauen, wie es bei ihm weitergeht oder was er gedenkt zu tun und aber auch, was er dir gerne sagen möchte. Ich glaube, beziehungsweise nicht ich glaube, sondern ich bin mir sicher, dass es genau jetzt eine wichtige, richtige Zeit ist, ein richtiger Zeitpunkt ist, da reinzuschauen. Weil einfach alle, die jetzt in einer Seelenverbindung sind, auch sehr gebeutelt werden von diesen Energien, von dieser Nostalgie, von dieser Herzlichkeit, von dieser Wärme, wo man einfach vielleicht einen Ticken mehr wissen möchte, gerne wissen möchte, was er denn so denkt, was er denn so fühlt jetzt gerade. Und vor allem, na, aber das ist ja dann wieder so ein bisschen ego-behaftet, aber ist egal und schauen wir dann rein, was seine nächsten Schritte sind, beziehungsweise was er gedenkt halt eben zu tun. Und was er dir natürlich sagen möchte. Ich glaube, das ist an dieser Stelle schon einfach eine schöne Zeit, wenn man diese Intuition oder dieses innere Wissen einfach nicht hat oder noch nicht hat oder noch nicht intensiviert hat, dann will man sowas einfach wissen und es hilft einem auch in gewisser Weise im eigenen Prozess, weil man dann auch so eine gewisse Leichtigkeit oder innere Ruhe bekommt, sodass man sich wieder auf sich selber fokussieren kann, was ja sowieso immer das A und O ist. Ne? Das sage ich ja immer. Es ist immer wichtig, dass du zu dir schaust, dass du dich zu dir drehst, dass du dich in den Arm nimmst, dass du dich fokussierst auf deine Ziele, dein Leben, deine Situation, deine Umgebung, alles, was dich umgibt und so weiter. Aber wenn man dann irgendwo weiß, oder was heißt wissen, ne? Ich meine, Karten sind auch kein Beweis, aber wenn man dann sich so ein bisschen reinfühlen kann, wie es ihm geht, warum, wieso und weshalb, dann fühlt man sich einfach leichter und kann sich wieder ein bisschen besser auf sich konzentrieren. So. Ich werde jetzt erstmal die Karten legen, ohne großartig viel dazu zu sagen.
Und dann sozusagen zu deuten. Wow, also ich halte jetzt echt noch meinen Mund, aber es ist eine wunderschöne Energie. Da arbeitet auf jeden Fall fleißig an der Liebe und setzt sich auch setzt sich auch mit dem Thema auseinander. Also aktuell fühlt er im Herzen dieses ganze Hickhack, das ihr mit euch hattet. Und hier legt er sich selber ins Bild. Das heißt, entweder ist er ein Feuerzeichen, ne? Also entweder ein König der Löwen. Nein, Spaß. Ein Widder, Löwe oder Schütze kann sein, muss aber nicht. Aber dann ist er in dieser Energie der Leidenschaft, des Feuers, des Abenteuers. Ne? Es kann auch ein anderes Sternzeichen sein, das ist jetzt nur so ein Indiz. Es kann aber auch jemand sein, der immer darauf bedacht ist, nach vorne zu gehen, optimistisch zu sein und aber auch keiner Arbeit aus dem Weg zu gehen. Ne? Der ist optimistisch, der ist mutig, der ist auch motiviert, ne? Und der ist auch sehr kreativ, aber auch begeistert. Ja, ich würde sagen, der ist an vielem und schnell begeistert, aber halt eben auch an dir, ne? Und hat aber auch dieses gewisse Etwas, dieses gewisse tiefe Wissen sozusagen. Und hier ist er gerade gefühlt erstmal auf Rückzug aktuell, ja? Weil er sich gerade mit seinem Ziel, was er hat in Bezug auf dich, bedenkt oder, ja, ich würde mal sagen, in ihm selber, da streitet sich gerade das Herz und das Ego im Sinne von, ich will ja eigentlich mehr, aber ich kann nicht oder ich will nicht. Weil er hier auch ein Thema mit Verlustangst hat. Das heißt, er will auf jeden Fall, er will mehr, logischerweise. Aber er hat auch Angst, dich wieder verlieren zu können. Und diese Angst, die spürt er gerade, weil diese Zeit, dieses Erlebnis, diese Phase mit dir hier, ist für ihn wirklich, wirklich wunderschön. Ja, also, ne, entweder hat oder noch oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie deine Situation jetzt ist, aber er hat diese Zeit auf jeden Fall in seinem Herzen total genossen. Und es war du bist für ihn auch irgendwo die Wunscherfüllung. Ne? So eine Frau hat er sich immer irgendwie vorgestellt oder gewünscht. Und vor allem hast du ihm auch im Herz berührt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn ich bekomme das hier so rein, dass er aufgrund seines Herzschmerzes hier in der Vergangenheit nicht sehr viel Liebe, Warmherzigkeit, Verständnis, so dieses Mütterliche erfahren hat, das sieht man hier in dieser Belastung, ne, weil er es durch dich sozusagen auf Gefühlsebene erfahren hat und deswegen belastet es ihn auch, deswegen ist er auch hier im Rückzug, ja, auf Gefühlsebene, also
wenn der sich gerade nicht meldet oder auf Abwägen befindet oder gerade nicht anwesend ist, dann ist es deshalb, weil hier sein Herz tief berührt wurde, ihn diese wunderschöne Verbindung zu dir eigentlich belastet, karmisch behaftet ist deshalb und aus Angst, dich wieder verlieren zu können oder das Schöne verlieren zu können, ist er jetzt gerade auf Abwägen, im Rückzug sozusagen, um sich hier, ne, mit den fünf der Stäben, die ja sozusagen für einen Streit stehen oder halt nicht für einen Streit, wo man sich selber beweisen will, auch einen Ehrgeiz hat, motiviert ist, aber auch sehr viele Wünsche spürt, erkennt und merkt, ja, auch hier in Verbindung mit der Wunscherfüllung, wo ich ja gesagt habe, dass er durch dich für ihn emotional sehr viele Wünsche in Erfüllung auch gehen oder gegangen sind, aber er auch weiß, dass er jetzt zu viel, zu schnell, ja, und zieht sich deshalb zurück, bevor genau das Gegenteil passiert. Also er würde am liebsten dich mit Haut und Haaren verzehren sozusagen, aber er hat auch Angst, etwas Falsches zu machen, ne? Zu schnell zu sein, zu ungeduldig zu sein und zieht sich jetzt sozusagen zurück, um es langsam entwickeln zu lassen, um es langsam laufen zu lassen und fokussiert sich jetzt erstmal auf sich, geht womöglich auch nach innen erstmal, um sich hier seine Ängste anzuschauen. Und das Schöne daran ist aber auch, mit den drei der Stäben ist ja auch ein Erfolg in Sicht sozusagen. Also wie gesagt, der ist ja hier sowieso sehr optimistisch, was sich selber, sein Potenzial betrifft, dich betrifft, euch betrifft, weiß aber auch, und das spürt er auch, das weiß er nicht nur, ne, das weiß er hier schon mal, und das spürt er auch hier, dass hier noch etwas innerlich zu heilen ist sozusagen. Ja, und auf der Ebene, wie es weitergeht, da übt er sich sozusagen in Geduld, weil hier auch auf Gefühlsebene noch was blockiert ist und arbeitet oder tastet sich langsam vor. Ne, das sieht man auch hier so schön in dieser Konstellation, dass er sozusagen an seinen Gefühlen, die er bis jetzt gedacht hat, was Liebe ist, was aber nur aus einer Verlustangst eine gewisse Abhängigkeit war, die er jetzt sozusagen wirklich gefühlt hat, tief im Herzen, und der aber weiß, durch die Emotionen der Angst, die jetzt in ihm hochkommen, dass er an diesem Thema arbeiten muss, will, kann, soll. Weil hier bis jetzt die gelebte Liebe eher ja oberflächlich war. Ne? Also ich will, nehme ich mir, hole ich mir, und jetzt kriege ich es aber nicht und jetzt habe ich ein Problem und daran muss ich arbeiten. Das heißt, ihm ist diese Verbindung mit dir und dieses Wohlgefühl durch dich, mit dir so wichtig, dass er einfach jetzt daran arbeitet, aus dieser Impulsivität rauszukommen und sozusagen der Mensch zu werden, der er eigentlich ist, und dadurch auch die Wahrhaftigkeit leben kann, also ne, die wirkliche Liebe zulassen kann. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, ich bin hier voll in meinem Film drin. Ja, und das wird ihm dann bewusst, oh, Hammer. Wir sind ja hier auf der Handlungsebene, ne? Das bedeutet, dass er auf jeden Fall hier auf dich zukommt mit einem erweiterten Bewusstsein, weil wir hier auf dem Hausplatz der Schlange sind. Ne? Das heißt, die Gefühle, die im Prinzip in der Vergangenheit das Problem dargestellt haben und dadurch auch blockiert waren, das wird ihm jetzt hier bewusst. Ne? Deswegen kann er das hier auch super heilen. Das wird ihm hier bewusst. Das heißt, er strotzt vor Energie.
und er kennt auch hier seinen Herzschmerz. Ne, weswegen hier Liebe in der Vergangenheit oder Herzensangelegenheit eher oberflächlich waren, heilt dann dadurch seinen Herzschmerz und kann dann sozusagen, kommt in seine Kraft, kann in sich selber fest verankern, ne, bearbeitet oder verarbeitet, heilt seine Lernaufgabe, bringt da auch Klarheit rein. Und was natürlich Hammer ist, ist mit der Hohepriesterin, ne, dass es hier erstmal um eine Seelenverwandtschaft geht, Seelenpartnerschaft. Ne? Es geht hier um den, um eine tiefe Seelenverbindung. Ne? Auch hier mit dem Mond, hier mit dem Stern. Es geht hier wirklich um eine Seelenverbindung, die unter einem guten Stern steht, die beschützt ist von oben und auch ein Hinweis darauf sein kann, dass ihr euch schon in einem früheren Leben mal begegnet seid, auch hier mit dieser Kombination. Und dass genau deshalb jetzt ein extrem intensives Wohlgefühl in eurer Verbindung hochgekommen ist, was aber noch nicht gelebt werden kann, weil der richtige Zeitpunkt noch nicht da ist, weil wahrscheinlich auch du, aber wir sind ja jetzt bei ihm, einfach noch dieses Thema heilen will. Ne? Das ist für ihn was ganz, ganz, ganz Besonderes und das möchte er nicht kaputt machen, möchte er nicht zerstören. Deswegen arbeitet er jetzt an sich selber, schaut sich seine Themen an, seine Ängste an und kommt dann sozusagen zu der Erkenntnis, ne, ich sage es deshalb so, weil wir ja auf der Handlungsebene sind und wir die Hohepriesterin haben, kommt dann zu der Erkenntnis, dass Handeln nicht immer das A und O ist, sondern das Fühlen. Und ich denke halt auch, dass er diese Besonderheit spürt. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein Mensch ist, der vielleicht irgendwann mal, wenn es nicht schnell genug geht, sagt, ach nee, habe ich keinen Bock, ist mir viel zu blöde, nach mir die Sintflut, ne? Ich gehe jetzt und tschüss und nach mir die Sintflut. Und vielleicht hat er das schon das ein oder andere Mal gemacht sogar, aber er merkt, dass es ihm nichts gebracht hat, es bringt ihm nichts, weil ihn diese Tiefe, diese Seelenebene immer wieder einholt, ja? Und er merkt halt auch, dass er gar nicht drum rumkommt, das zu heilen. Ja, und es ist sozusagen die Glaubenssätze, die ihn sozusagen belasten, er selbst zu sein. Es sind Glaubenssätze, die in ihm Verlustängste hervorholen, ne, je nachdem, was er für eine Kindheit hatte und so weiter und so weiter. Aber ich habe auch hier in der Hauptenergie habe ich die 3 der Münzen, die für Verbesserungen stehen, die für Heilung stehen, die für Wachstum stehen, die für das Durchsetzen in dieser Verbindung stehen. Also egal, wie viele Karten ich jetzt noch nehme, ich habe sie mir schon angeschaut, da kommt sogar der König der Kelche und das Ass der Münzen, aber egal, darum geht es nicht. So ist die aktuelle Situation und genau das ist es, was er dir auch sagen möchte, gell? Oder auch gerne sagen würde, aber dadurch, dass er auf Rückzug ist, kann es dir wahrscheinlich gerade nicht sagen. Er kann es dir aber auch deshalb nicht sagen, weil es ihm vielleicht noch gar nicht wirklich bewusst ist. Ne? Wir haben zwar hier das Bewusste in der Hauptenergie, in seinem Gefühl, aber wir haben halt eher das Bewusstsein auf seinen Wille sozusagen, auf seinen lebendigen Wille. Das heißt, er weiß auf Herzebene, dass er dich mit Haut und Haaren will. So wie du bist und mit allem drum und dran. Ich würde sogar sagen, es gibt nichts an dir, was ihm nicht gefällt sozusagen. Aber er weiß auch, dass tief in sich drinnen hier ein starkes, wie soll ich sagen, mir fällt das Wort nicht ein, ein Thema ist,
was ihn einfach hemmt oder genau deshalb auch Angst macht, sich auf dich einzulassen. Und das ist alles, all das, was er dir gerne sagen würde, ne? Du bist meine absolute Favoritin, du bist mein meine Traumfrau. Du hast in mir so viel Wärme ausgelöst, so viel Licht und Liebe ausgelöst, was ich zuvor niemals kannte. Du hast mich in meinem tiefsten Schmerz berührt. Durch dich habe ich meinen allertiefsten Schmerz gespürt, berührt. Und auch erkannt. Ich habe aber auch erkannt, dass du so viel mehr bist als nur ein Mensch, den ich kurz kennengelernt habe, der mir gefällt und den ich haben möchte, sondern dass du einfach so viel mehr in mir ausgelöst hast, was ich noch nie zuvor in meinem Leben gespürt habe. Und all das und all den Schmerz, den ich erleben musste, den du wieder wachgerüttelt hast, aufgeweckt hast, mir bewusst hast werden lassen, genau daran möchte ich arbeiten, weil ich möchte nicht, dass aufgrund meines Herzschmerzes, den ich in mir trage, meine Verbindung zu dir kaputt geht oder gar aufhört. Ich bin sehr tief mit dir verbunden und ich bin gewillt, mehr wie gewillt, mehr denn je, an genau dieser Thematik zu arbeiten, an genau diesem Herzschmerz zu arbeiten, weil ich nicht möchte, dass dieser alte Herzschmerz durch die Glaubenssätze, die grundsätzlich meine Belastung war schon immer, die ich aber erst durch dich erkannt habe, möchte ich auflösen, heilen und mich befreien von Glaubenssätzen. Und mein tiefes, inniges Gefühl und auch Wunsch, mit dir unbeschwert, ohne Belastung auf dem Herz, der Vergangenheit, der Glaubenssätze zu erleben und damit rein und klar und bewusst in eine Beziehung mit dir einzulassen. Gib mir bitte die Zeit, die ich dafür brauche. Setz mich nicht unter Druck, denn Druck ist das größere Problem, was ich habe. Nicht nur in Bezug auf Druck durch Glaubenssätze, sondern weil ich selber ein sehr impulsiver Mensch bin, der in der Vergangenheit viel zu oft an Dinge herangegangen ist, weil ich es nicht erwarten konnte, weil der Druck in mir so groß geworden ist, dass ich mir einfach zu schnell Sachen, Menschen genommen habe, um meine Ängste zu deckeln. Und genau deshalb habe ich eine Angst mit Druck. Aber da du mir einfach so viel bedeutest und du mich in meinem allertiefsten Kern berührt hast und mir auch gezeigt hast, was wahre Liebe ist, Liebe ohne Erwartungen, Liebe ohne Verurteilungen, Liebe ohne Schubladendenken, Liebe ohne einen Status zu haben, einfach nur das Glück des Zusammenseins zu genießen und dieses schöne Gefühl hat in mir Ängste hochkommen lassen, Ängste darüber, was wohl wäre, wenn ich dich wieder verlieren würde, und diese Angst möchte ich mit all meiner Gänze, all meiner Kraft, all meiner spirituellen Kraft und all meines Optimismus heilen, um
mit dir eine klare, geheilte, bewusste Liebe leben kann. Ja, meine Liebe, ganz kurz mal schnell die Augen reiben. Ich bin wieder angekommen. Ja, das ist seine Energie für diese Legung. Natürlich weiß ich nicht, ob sie auf dich zutrifft oder inwiefern du damit in Resonanz gehen kannst. Auf jeden Fall wären das seine Worte. So ist sein Gedanke, so ist sein Gefühl und so ist das Weitergehen, dass er sozusagen in seine Kraft kommt, in sich selber wieder fest verankern kann, in seine eigene Stabilität kommt, mit all den Emotionen, die dazugehören, die er erst bündeln muss in eine gewisse Beständigkeit, ne? Weil durch einen Herzschmerz in der Vergangenheit, sei es in der Kindheit oder alte Beziehung oder sonst irgendwas, ist er sozusagen aus den Fugen geraten und ja, irgendwann in seinem Leben aus den Fugen geraten, hat irgendwann in seinem Leben den Boden unter den Füßen verloren, bisher womöglich nicht mehr sich gefangen oder gefasst. Und das hast du jetzt alles in ihm ausgelöst und deswegen heilt er gerade. Wir haben hier auch beides Heilungskarten. Die Sonne ist auch die Wunscherfüllung, aber auch die Heilung auf den Magier, auf die drei der Stäbe. Also wirklich, der transformiert und heilt in großen Schritten, muss man sagen. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil er entweder ein Feuerzeichen ist und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann wird er sich auch durchsetzen, ja? Oder aber er ist ein sehr optimistischer Mensch und ein Kämpfer sozusagen, ein Kämpfer im positiven Sinne, der sich einfach nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und an den Ursprung des Problems geht, um endlich hier wieder mit sich ins Reine zu kommen, weil hier einfach eine sehr, sehr tiefe Verbindung zugrunde liegt. So, und weil dieses Reading so schön war, möchte ich noch gerne eine Karte hier als Überschrift für dich als Zuschauer, der wissen möchte, was sein Herzensmensch denkt und was für dich jetzt eine wichtige Botschaft ist. Es ist Zeit für eine Veränderung. Warte nicht länger und schiebe keine Entscheidungen vor dir her. So, und jetzt fragst du dich, um was für eine Entscheidung es gehen könnte, denn es geht ja hier sozusagen darum, dass er sich nicht mehr meldet, beziehungsweise er auf Abwägen ist, aber das hat ganz sehr viel mit dir zu tun, weil es geht um deine eigene Stabilität, weil du hier auch in der Vergangenheit sehr zurückhaltend warst, vielleicht vor sehr vielem auch die Augen verschlossen hast. Übrigens, da legst du dich selbst ins Bild. Also, ne, wir sind ja hier sowieso jetzt bei dir, was für dich jetzt wichtig ist. Denn in einer Seelenverbindung, was es hier augenscheinlich ist, und nicht nur augenscheinlich, sondern tatsächlich ist, mit dem Mond, mit den Sternen und mit der Hohen Priesterin, geht es hier wirklich um eine sehr tiefe Seelenverbindung. Aber die Seelenverbindung auch hier mit dem Kreuz, dem karmischen, den karmischen Anhaftungen auf die Sonne geklärt, geht es ja auch immer um beiderseitigen karmischen Anhaftungen. Also in diesem Fall auch hier um dich. Und in der Zeit, wo er im Rückzug ist, kannst auch du an deinen Themen arbeiten, weil es auch bei dir halt eben Dinge gibt, die noch transformiert werden dürfen. Deswegen habt ihr ja auch eine Seelenverbindung, weil da beide an ihre Grenzen kommen, beide an ihre Themen kommen. Und bei dir ist es so, hier mit den zwei Karten, dass du halt auch sehr, sehr gefangen bist. Einerseits bist du halt ein sehr
emotionaler Mensch, ein sehr fürsorglicher Mensch, ein sehr empathischer Mensch, auch hier mit der Hohen Priesterin, aber auch sehr verschlossen aktuell durch dein Leben, durch deine Erlebnisse, durch deine Vergangenheit, durch was auch immer. Und deswegen ist es jetzt für dich Zeit für eine Veränderung, und zwar genau diese Veränderung mit diesem Menschen laufen zu lassen, ins Rollen zu bringen. Vielleicht hast du Themen von Akzeptanz, dass er im Rückzug ist. Vielleicht hast du Themen in deinem Umfeld, wo du noch nicht befreit bist, die du noch gar nicht siehst oder die du noch auch nicht sehen willst, weil auch du hier noch nicht in deiner vollen Pracht bist, in deiner vollen Blüte, in deiner vollen Liebe, weil auch hier bei dir noch einiges zu sehen oder zu erkennen oder vielleicht sogar zu klären ist. Ja, die Schwerter stehen ja auch für Kommunikation und Klarheit, Gespräche, Kommunikation. Da gibt es halt einiges auch noch zu klären. Und du steckst also absolut in einer Veränderung mit diesem Menschen. Und was hier auch ein wichtiges Indiz ist, schiebe keine Entscheidungen vor dir her. Entscheidungen passt auch zur Schwertenergie, weil die Schwerter stehen ja auch immer für das Klären, für Entscheidungen und für dafür muss, soll, kann man ja auch klar sehen. Und irgendwas übersiehst du hier, irgendwas erkennst du hier nicht, aber da ist sozusagen Aktivität von dir gefragt, das zu hinterfragen, das zu klären, sich da mal was anzuschauen, um wieder zu dir selbst, bei dir selbst anzukommen. Das ist das Karmische zwischen euch beiden, jeder mit seinen Themen natürlich. Und deswegen ist diese Zeit einfach auch dennoch, egal wie schmerzhaft sie ist, nutzvoll für dich, nützlich für dich. Auch wenn es schmerzt oder wehtut, dass gerade kein Kontakt besteht, ist es wichtig, diese Zeit für sich und den eigenen Wachstum zu nutzen. Ja, in diesem Sinne, meine Liebe, mein Lieber, wünsche ich dir einen wundervollen, eisigen, frosty day, frostigen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, deine Sandra.